Hey Leute, kommt zurück zu Need for Speed Heat. Yo, erstmal Selfie machen vom Auto. Aber mit dem fahren wir heute nicht. Wir fahren nämlich mit dem Wagen, den wir im letzten Part freigeschalten haben. Denn ihr seht ja schon, wir sind jetzt Level 10 und haben im letzten Part den BMW i8 Coupé im KS-Style freigeschalten. Und den wollen wir natürlich hier ausprobieren. Im letzten Part haben wir nicht nur den hier freigeschalten und auf Level 10 uns gelevelt, sondern haben uns mit den Cops angelegt, weil wir es unbedingt mussten für diese Herausforderungen. Und wir haben zwei Random Rennen gemacht in der Nacht. Aber heute gehen wir wieder raus. Wenn es hell ist. Nämlich lesen wir uns das erstmal hier durch. Crew Time Trials. Kämpfe mit deinen Freunden und Crewmitgliedern um die Spitze der Bestenliste. Jedes Event wird mit deiner Online-ID sowie Folie aufgezeichnet und wieder abgespielt, wenn andere aus deiner Crew Jagd auf deine Zeit machen. Alles klar. Das war eine nette Nebeninfo, aber ihr wisst, was wir heute machen. Wenn nicht, dann erfahrt ihr es jetzt. Wir machen nämlich erst hier dieses Rennen. Schadenswurf von Dex, wo wir ein bisschen zu overpowered sind, aber nun gut. Und dann, Leute, haltet euch fest, fahren wir hier runter zum Freund von Lucas. Wer weiß, wer das hier ist. Die Kampagnenmission Ab in den Drift ist das. Mal gucken, was das denn so ist. Und mal gucken, was dieses Rennen denn hier uns zu bieten hat. Dann wollen wir doch mal hier zu Dexieline fahren. Aber erstmal, ihr seht schon hier, Street Arts. Wo ist das Teil? Da vorne ist das Teil. Gucken wir uns das mal kurz an. Ja, ein alter toter Mann mit Flügeln. Ich frage mich, wer sich das bei Ghost Games ausdenkt. Aber nun gut, ihr seht schon, der Wagen, der geht richtig doll voran. Und ich glaube, das wird leicht mit dem, dieses Rennen hier. Probieren wir es aus. Schadenswurf. Da sind wir schon. Flashback, ein Rundkursrennen. Alles klar, Zielplatz 1. Diesmal fährt uns Dex nicht hierhin, beziehungsweise begleitet uns hierhin. Muss er auch nicht jedes Mal tun. Bestimmt meldet er sich jetzt nochmal. Wegen dem Fahrwerkskit. Oh yeah, Baby. Ich hoffe, nichts leichter als das hier. Jack fährt wieder mit, wie beim letzten Mal. Wow. Also der hat schön hier die Barrikaden mitgenommen. Und das hat uns hier auf Platz 1 gespült, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn ja, es regnet und regnet und regnet hier im Spiel. Leider Gottes. Nehmen wir hier ein bisschen Zaun mit. Oh, wir fahren hier bei den alten Raceway rein. Oh ja, Dex. Ich will unbedingt das Fahrwerkskit haben. Auch wenn es bestimmt diesen Wagen, den wir für den heutigen Part fahren, hier nichts bringt. Aber vielleicht bringt das was leistungstechnisch für unseren Mitsubishi. Ja, ich bin über 200 Meter vorne. Das ist sehr cool. Und das Design vom BMW sieht auch cool aus. Das hinten soll so eine Art V bilden. Haben sie auch gut hinbekommen. Ach, Dex. Was willst du denn schon anrichten auf dem vierten Platz? Alter. Gerade waren es noch über 300 Meter. Aber das fahren wir jetzt gleich wieder raus. Zack. Da müssen wir rausgefahren. Sehr gut. Wir sind eigentlich ganz hinten. Sparky ist ganz hinten. Und Dante fährt wieder mit.
Das sagst du gerade, der jetzt hier auf den 5. Platz zurückgefallen ist, der gerade noch 6. war. Oh Gott. Der gerade hier mit Sapple kämpft. Das sind alles Namen, die wir hier schon mal in der Ecke gesehen haben. Mensch, Dix, sprich doch nicht immer dazwischen, wenn ich hier rede mit meinen Zuschauern. Alter, ich ziehe aber wirklich heftig davon. Ja. Also jetzt konnten sie wieder ein bisschen aufholen. Du bist so kurz vor dem Sieg. Ja, bin ich auch. Noch so 20% vom Sieg weg. Nämlich jetzt. Wir nehmen hier ein bisschen vom Zaun mit. Ja, kann ja nicht schaden, ne? So. Dein Endspurt. Ja, du hast dich zumindest schon wieder auf den 4. Platz nach vorne gekämpft. Respekt, Mann. Du hängst immer so zwischen den 4. und 6. Platz. Ja, es kann nicht jeder das Rennen gewinnen, so wie ich jetzt gerade eben, ne? Noch 500 Meter. Kommt Dex auf den 4. Platz ins Ziel. Das und vieles mehr sehen wir jetzt. Und gewonnen. Oh yeah, Fahrwerkskit gratis und auch 13.300 Geld. Abgeschlossen haben wir den Schadenswurf. So, geschafft. Jetzt bekommen wir hier 9.900 Dollar, wenn wir das Rennen nochmal fahren. Wir haben ja im letzten Part die Garage hier aufgedeckt. Also teleportieren wir uns doch gleich mal dorthin, damit wir schneller hier bei Up in den Drift sind. Let's go! Up geht's! Da ist eine Reklametafel. Und da ist das, was hier angesprochen wurde heute kurz. Nämlich hier. Time Trial. Aber das will ich gerade nicht. Wir wollen nämlich hier ab in den Drift. Was bestimmt jeder von euch sehen wollte. Wer bis hier dran geblieben ist, sieht es jetzt. Los geht's. Die Party kann starten. Ab in den Drift. Hey, Lukas Freund, richtig? Du willst mich wohl treffen. Die Leute reden über dich. Und das nicht grundlos. Das heißt, Racing sei nicht so dein Ding. Was eigentlich, nee. Mich interessiert nicht, ob du deinen Wagen im Griff hast oder wie schnell du bist. Also komm, steig ein. Dann zeige ich dir, was ich meine. Dann mal los. Alles klar, Rain. Geben wir mal richtig Gas. Du musst die Kurven mit Tempo anfahren. Jo, sehe ich. Zu kommen, gibst du kurz Vollgas und lenkst ein. Dann wieder schnell auf Vollgas und halten. Alles klar. Ob ich das so schnell kapier? Jo, sieht ja schon gesmoothed aus bei dir. Einmal noch. Vollgas, dann Gas halten, gegenlenken. Alles klar. Alter, wie eng. Ach du Scheiße. Das bekomme ich nicht hin. Willst bestimmt selbst ans Steuer. Werde jetzt zurück noch ein paar Runden drehen können. Also denk dran. Vollgas und einlenken. Jo. Probier's mal mit der normalen Bremse. Drücken und halten stand da. Ich hab's gehalten. Und es kam kein Drift zustande. Oh man. Ich tipp mal kurz hier die Handbremse an. Oh Gott. Das mit den Driften hier kann sehr lustig werden.
Ja. Aber mit der Handbremse. Und nicht mit deiner Technik. Oh. Ich nehme mal hier ein bisschen die Barrikaden mit, ne? So. So. Alles klar. Also mit der Technik, mit Bremsen, kommt er irgendwie nicht so gut zurecht. Oder muss ich hier ein bisschen rollen? Oh! Wenn du das vorhast, dann war das eindeutig ein bisschen zu nah. Oh! Das habe ich ja noch gar nicht probiert. Das nenne ich Kontrolle. Schaffst du das nochmal? Ja. Leicht vom Gas gehen. Wieder Vollgas. Oh. Das ist ja mal geil. Kein Wunder, warum ich das nicht geschafft hatte. Jo. Oh Gott. Wow. Gas wegnehmen. Oh Gott. Ja, ist gut, Rain, ist gut. Ich muss mich erstmal noch eindriften. Das wird ein langer Drift. Ja, warte, warte, warte. Nämlich jetzt. Jawohl. Ah. Dankeschön, Rain. Mensch, das ist doch easy. Okay, genug genügt. Wie wär's, wenn du die Strecke jetzt ernsthaft willst? Denk dran, was ich gesagt habe. Vollgas, um den Drift einzuleiten. Und zieh ihn dann kontrolliert bis zum Ende durch. Drift Trials. Die Zielpunktzahl habe ich gerade nicht gesehen. Da war was, ja, im Weg. Ziel, 80.000 Punkte. Jo, mach ich. Ich hoffe, ich enttäusche dich nicht. Oh nein. Oh Gott. Nicht den gleichen Fehler. Ah. Puh. Gut, Leute. Konzentration. Contenance. 40.000 Punkte. Eine Runde erreichen, ist das gut. Denn das brauchen wir auch. Mensch, lob mich doch nicht so in den Himmel. Ich muss mich erstmal noch eindriften, Mann. Von wegen, das sieht nicht gut aus. Ja. Wir müssen hier einen schönen langen Drift ziehen. Oh, oh, 9000 Punkte. Sehr geil. Oh nein, der Multiplikator geht runter. Der Multiplikator geht runter. So. Sehr schön. Schaffe ich das hier first try? Schaffe ich das first try? Das wäre schon geil, wenn ich das hier first try schaffe. Ich bin auf dem guten Weg. Ich bin auf dem besten Weg, das first try zu schaffen. Vielleicht auch mit Ach und Krach. Oh Gott. Huh. Da wäre Speiner da in die Absperrung gefahren. Ja. Geschafft. Sehr schön. Nicht gedacht, dass es so gut klappt. Nochmal driften. Ich wusste schon, warum ich dich hergebeten habe. Ab in den Drift abgeschlossen. Und Driftreifen haben wir bekommen. Und da sind wir wieder. Mit unseren Wagen. Ich werde in der Werkstatt ein paar neue Reifen für dich abgeben. Bin gespannt, was du damit zustande bringst. Danke. Kein Problem. Ich melde mich, wenn ich soweit bin. Alles klar, Rain. Und jetzt, wie ihr sehen könnt, seht ihr nichts. Aber, ja. Die Mission von Dex haben wir geschafft. Das von Rain haben wir geschafft.
Uns bleibt für den heutigen Tag sozusagen nichts mehr übrig, außer hier die normalen Rennen. Und wenn mir jemand mal in den Kommentaren beantworten könnte, wie man da reinkommt, wie man da hinkommt und das Spray zu bekommen, dann könnt ihr mir das gerne in den Kommentaren beantworten und dann probiere ich das mal. Aber für den heutigen Part fahren wir hier nach Hause, denn wir haben ja hier extra eine Garage. Ich arbeite dran. Hey, cool, cool. Ich sehe nämlich in letzter Zeit viel mehr Streifenwagen vor meiner Tür. Gerade eben wollte ein Cop meine Akten sehen, um sicherzugehen, dass ich die Ausweise prüfe. Sie suchen nach einem Vorwand, um die Werkstatt dicht zu machen. Können die das? Noch nicht, aber sie finden schon einen Grund. Ich weiß, du erregst gerne Aufmerksamkeit, aber das ist nicht immer klug. Das Rampenlicht fällt auch auf jeden in deiner Nähe. Tut mir leid, ich wollte dir... Vergiss es, ich kann auf mich aufpassen. Und ich bin froh, dass Anna von der Straße runter ist. Aber sag ihr das nicht. Du sollst nur wissen, worauf du dich einlässt. Verstehe. Bis später. Jo, Lukas, du meinst wohl eher bis gleich. Und das wollte ich natürlich nicht, dass die Leute vor deiner Garage stehen, die ganzen Cops. Aber nun gut, lässt sich halt nicht vermeiden, ne? So, da bin ich wieder. Hey, wie war's mit Wayne? Hat er dich in die hohe Kunst des Driftens eingeführt? Ja, hat er. Und ich hab's auch definitiv besser hinbekommen, weil als ich das privat gemacht habe, da hab ich 3-4 Anläufe gebraucht dafür. Und das habe ich hier jetzt First Try geschafft. Ja. Sehr, sehr kurios. Aber nun gut. Im nächsten Part stürzen wir uns dann wieder in die Nacht. Und mal gucken, ob wir dann wieder eine neue Mission von Anna haben. Oder halt wieder ein bisschen Chaos stiften. Und ja. Wenn euch dieser Part hier gefallen hat, da fehlt irgendwie meine Rückleuchte, sieht so aus. Oder soll das so sein? Dann gebt dem Part doch hier einen Daumen nach oben und schreibt einen Kommentar. Ich würde mich darüber sehr, sehr freuen. Und das sieht übel komisch aus. Kann ich irgendwie ranzoomen? Nee, ich kann die Kamera nur bewegen. Alles klar. Da ist es gelb und hier, ach so, die Scheinwerfer sind so, ich bin doch bescheuert. Beenden wir schnell den Part, tschüss.